Ah, Leute, ihr seid ja schon da. Ich muss das Spiel noch ändern. Da steht noch Minecraft drin. Ich hab's schon angefangen, mal ein bisschen anzuspielen. Ja, wir starten natürlich komplett neu rein. Keine Frage. Ach ja. Oder in der Stadt der Kreue. Muss mal. Und los geht's. Neues Spiel machen wir. Mit was sollen wir anfangen? Fangen wir mit dem Nomaden an, würde ich mal sagen. So. Wir sind männlich. Hautfarbe machen wir ein bisschen. So. Die war ganz gut. Ich will meine Standardfrisur haben. Das da. Lass mal auf Rezo machen, wir nehmen blaue Haare, Leute. Die da waren ganz gut. Das sieht irgendwie geil aus, aber... Nehmen wir das Standardauge lieber. Da blau. Die Musik ist fucking laut, Leute. Lass das auch blau machen. Da war blau. Das ist aber so ein helles. Ach komm, lass das nehmen. Dann haben wir das nochmal. Okay. Jetzt sieht's aus wie ein Klumpen. Na so. So ist gut. Kiefer. So. Ohren. So. Bart, ich hasse Bart. Also aus. Narbe im Gesicht. Aus Tattoos, aus Piercing. Aus. Zähne.
Dann bleiben wir da auch bei 0. Aus. Make-up-Lippe, nicht verfügbar, nicht verfügbar. Machen wir aus. Fingernägel kurz. Nagelfarbe passt schon. Das fand ich lustig. Tattoo im Körper aus. Name am Körper aus. Genital lassen wir jetzt mal aus, sonst kriege ich Ärger mit. Ja, Twitch. Intelligenz. Technische Fähigkeiten kriegt noch 3. Und Reflexe sind immer ganz gut zu haben. Auf geht's. Ah. Ich bin müde, Leute. Mann. Mein Werbepartner ist nicht dabei, Leute, weil Cyberpunk auf der gestrichenen Liste steht. Ihr müsst euch vorstellen, da gibt es eine Liste für gewisse Spiele, mit denen man spielen darf und mit welchen nicht. Und Cyberpunk steht halt drauf. Aber wir haben ja den anderen Partner, der Neom in der Ecke sieht, der tut komplett, den interessiert das nicht. Ob ich Cyberpunk, GTA oder so spiele, das ist dem scheißegal. Der zahlt mich trotzdem. Der zahlt mich pro Aufrufe sozusagen. Blablabla. Ich wurde irrt. Das ist jetzt in einer anderen Werkstatt, wo keiner fragt, was ein Nomade allein an der Grenze macht. Mach ich auch. Geh zur Seite. Hast du einen Schimmer, was du tun musst? Ich muss erst überlegen. Kurz schließen, Leute. Ich umgehe die Kupplung und improvisiere den Hilfsdraht. Den Kompressor immer weiter. Kolbenwasser. Hat irgendwer die Null gewählt? Okay, mal sehen, was jetzt passiert. Und er läuft wieder. Lang genug, bis ich Night City erreiche. Da überlege ich mir was anderes. Logisch. Ich suche jemanden. Jackie Wells. Hast du ihn zufällig? Weißt du nicht, dass man dem Sheriff Bescheid sagt, wenn man in eine Stadt kommt? Erklärt, was man dazu sucht. Vielleicht bei einer Tasse Kaffee. Mein Fehler. Hatte nicht vor, anzuhalten, aber mir hat die Kupplung versagt. Ja, hinter allen Fehlern steckt Versagen.
Oh, alles klar. Ich sag dazu mal nichts. Machst dich wohl gerne unbedingt. Was? Ist das normal? Das ist mir weg. Ich repariere sie. Auf und davon. Es gibt keinen Clan. Es gibt kein Lager. Ich bin alleine hier. Komm mit dir nicht da. Euch Köter gibt's nur ein Brot. Meine Familie ist zerrüttet. Darum bin ich unterwegs. Chillig. So Leute, jetzt müssen wir mal schauen, wo die Abzweigung ist. Ich habe das Gefühl, das Spiel ruckelt etwas bei mir. Und rein in die Olga. Da bin ich das letzte Mal gestorben, Leute. Bis dahin habe ich schon gespielt, ungefähr. Wollte vom Funkturm wieder runter und da bin ich gestorben. Ach, ja. Schön, deine Stimme zu hören. Ich wünschte, das könnte ich auch sagen. Warum nicht? Du hast den Clan verlassen. Ich kann dir nicht helfen. Seit wann bist du so vorsichtig? Ich nenne das loyal. Das System funktioniert nur, wenn alles. Aha. Mein Auto ist leer. Mein Auto ist im Arsch. Elektrische Kupplung. Ist ein Wunder, dass ich hier bin. Vielleicht hat der Klient eine Nachricht hinterlassen. Kannst du mal checken? Gut, aber das ist das letzte Mal. Wirklich. Wie heißt der Klient? Jackie Wells. Jackie Wells. Gut bei mir. In der Tat. Lass dich nicht umbringen. Und ruf nicht nochmal.
Ja, Leute, wir heute diesmal bin ich nicht gestorben beim Runtergehen. Einsteigen und weiter geht's. Oh ja. Auf zum Treffpunkt, Leute. Es drückt mir übrigens das Geräusch so hardcore in den Ohren an. Du hast also Prinzessin. Nee. Man könnte sagen, ich habe meinen eigenen Haywood. Wir zwei werden blendend miteinander. Ja, wahrscheinlich. Was ist da drin? Je weniger du weißt, desto besser schläfst du nachts. Weißt du selbst nicht, und das ist gut. Du weißt nicht, was wir schmuggeln. Das sind gestohlene Konzerngüter. Gestohlen? Depp hat sie verloren, ein anderer gefunden und weitergegeben. Jetzt sind die hier. Du weißt schon, der Schmetterlingseffekt. Aha, ja. Niemand sucht nach dieser Kiste. Kein Problem, wenn jemand sucht. Solange wir sie über die Grenze kriegen, bevor er sie findet, oder? Laden wir sie ins Auto. A huevo. Ja. Jetzt können wir verfolgt werden. Auf geht's. Ein schon mal 1 Kilometer. Hast du schon mal was gesehen? Warum hast du Angst? Und warum?
uns und checken unsere Papiere. Okay. Ich übernehme das Leben. Dokumente nehmen gibt das. Gib mir das Frachtverzeichnis. Das müssen Sie angucken. Ja, nee. Lass mal sehen. Als verlustig abgestempelt. Perfekt. Was soll das heißen? Die Lieferung wurde schon dafür registriert, gleich hinter der Grenze verloren zu gehen. Wow. Also wissen die, dass wir schmuggeln? Sie werden es gleich rausfinden. Tschüss. Du weißt, was du tust. Schon klar. Wenn wir wollen, dass ein Zollbeamter nicht so genau hinguckt, müssen wir ihm was geben. Hast du den Cratchit mit dem Bestechungsgeld dabei? Oh. Ja. Fast vergessen. Klar. Vergessen. Ah. Alle Waffen müssen hier abgelegt werden. Bitte in Zimmer 2 melden. Eins. Setz dich. So, jetzt haben wir den zu erstechen. Pira zeigen, ich kenne. Ich kenne die Regeln. Es ist alles da. Könnte sein oder auch nicht. Werden wir sehen. Was transportiert ihr? Hier steht's. Ach ja. Ach ja. Ah ja. Zu welchem Nomadenklan gehörst du nochmal? Ich gehöre zu. Ich arbeite allein. Mutig und ziemlich unklug. Immer wenn ich jemanden wie dich sehe, bin ich dankbar, nicht auf deiner Seite vom Tisch zu sein. Kann ich glatt erwidern. Geh schon. Dein Partner war. Wieso fährt der jetzt auf einmal? Sagen wir mal, ich habe ein schlecht. Passiert dir das schon?
Die Musik ist geil, ist im Spiel. Kommt! Zahle ich für den Transport. Wir sind über die Grenze. Jetzt bezahlst du mich. Unsere Wege trennen sich. Allerdings, ich war es abgebrannt. Kann dich also gerade nicht bezahlen. Aber du kriegst deine Kohle, sobald ich für diesen Konzernchef bezahle. Und du erwartest, dass ich geduldig darauf warte, ja? Ehrlich gesagt wollte ich dich gar nicht bezahlen. Hatte vor, abzuhauen, sobald wir über die Grenze sind. Reingelegt. Das will ich jetzt sehen. Sieht aus wie ein Fisch. Ein echter Leguan. Keiner hat vielen Leguan, glaub ich. Kleiner Ati, was? Ich bin so ein Komödel, Leute. Warum fragst du?
Danke. Da-da-da-da! Auf dem Friedhof findet man also die meisten. Chillig, jetzt habe ich ein eigenes Apartment oder was? Wollte ich immer schon mal haben. Wollen wir mal was zu trinken holen, Leute? Ich hab Durst. Wir haben nur 300. Gut, wir haben ein neues Auto und alles gekauft. Jetzt ganz gut. Oh. Apropos, ich kann nur kurz draußen nachschauen. Ich kriege heute vielleicht noch meinen neuen Monitor geliefert, meinen letzten. Dann ist das Setup endlich vollständig. Wenn ich Glück habe. Okay, oder auch nicht. Alles klar, dann kommt es morgen wahrscheinlich an. Der Bildschirm. Nein, ich tausche die kleinen aus. Ich hatte jetzt eine Mitte 27er, an den Seiten jeweils ein 23,5er, glaube ich. Und oben hatte ich einen 17er. Die untere Reihe wird jetzt komplett 27. Und oben kommt ein 23,5er rein oder 8er. Keine Ahnung, was die Standardgröße war. Nee, weil ich will die halt unten, das hat eh eine Ewigkeit gedauert, ich habe über ein Jahr gebraucht, um die Bildschirme wieder kaufen zu können, keine Ahnung, die waren ein Jahr lang aus, die großen, und ich will die alle gleich haben, damit die auch gleich abschließen nach unten. Ich habe mehr als 5 Monitore, aber das juckt mich halt nicht, weil ich kann nicht mehr anschließen. Hat ja nur 4, also die Docking Station hat 2 und die Grafikkarte hat 2. Das heißt, ich kann eh nicht mehr momentan als 4 anschließen, außer also ich kaufe mir irgendwelche extra Scheiß. Es ist halt nur nervig, wenn du immer die Kante so unterschiedlich hoch hast, dann weißt du nie, ob etwas gerade ist und das will ich halt damit ändern. Damit es mal ein bisschen nach was aussieht. Und wie sitzen wir dann?
Tutorial. Erstmal ein schönes Tutorial anspielen. Ja. Auf geht's. Versuchen wir das Programm mit den taktischen Zielübungen, okay? Zum Aufgang. Ich wusste, damit würdest du keine Probleme haben. Machen wir es ein bisschen interessanter, okay? Und das letzte. Zack. Nicht übel, aber es ist realistischer, wenn das Ziel sich wehrt. Steh nicht drauf, geh in Deckung. Wofür in Deckung gehen bei einem Gegner? Ach je. Geh zum Trainingsbereich, wenn du soweit bist. Oh, sieh an. Diesmal hat er seinen Schutz dabei. Du weißt, was zu tun ist, Bee. Komm. Aha, getroffen. War aber scheiße. Ich muss sagen, das Kampfgehabere allgemein ist noch etwas... Naja. Hacken kann ja nicht so schwer sein. Überwachungskamera. Server. Ja und? In diesem Trainingsmodul lernen Sie heute, wie Sie Hektik in den Bildschirm und die Wache abzulenken. Aha. Lenken die Gegner mit Hilfe einer.
Bin ich gerade zu lost dafür? Ja, aber wie hack ich den? Wenn du es aber mal gesehen hast, dann ist gerne eine zusätzliche Benutzeroberfläche am Benutzer. Also so geht Hacken im Spiel. Wo ist denn eigentlich die Zeitangabe? Hä? Hä? Das habe ich jetzt überhaupt nicht. Ich habe nur noch einen Speicher, geil. Ey, Lukas, ich überlege jetzt einfach einen 19-17 Zoll Monitor mit in die Schule zu nehmen nächstes Jahr. Super Idee, oder? Und als Aussage sage ich dann einfach, ja, das brauche ich. Obwohl, ich glaube, wir kriegen das nicht mal erlaubt, wenn wir zwei Monitor anschließen würden. Ah, jetzt muss ich die aufheben. Kamerasteuerung. Sonst irgendwas in diesem Raum? Ja und? Selbst wenn du bereits Kontrolle über eine feindliche Kamera oder im Geschütz hast.
Was mache ich denn hier? Hack ich den so? Ja, LB gedrückt und ziele dann eine Wache. Ja, mache ich ja. Kameraden geschützt zu machen, ganz weiter Geräte oder Gegner durch Quick Hacks. Ziel auf eine Wache. Ausführen. B. Ich hab den doch. Hä? Halte gedrückt und ziele auf eine Wache. Granate. Neu geladen. Okay. Keine Ahnung, was bringt. Ach ja. Das eine müsste doch gleich durch sein. Es wäre halt schon lustig, wenn auf einmal einer kommt mit seinem 17 Zoll und sagt, ja, ich brauche 2 Monitor, kann ich den anschließen? Das wäre schon irgendwie lustig in der Schule. Okay, hacken ist scheiße, habe ich festgestellt. Das kommt noch dazu. Es dauert lange und es ist nicht besonders angenehm. So, mal gucken, gleich müsste es ja durch sein. Uhrzeit 23.30 Uhr, es ändert sich auch nie. Ah, aber da bleiben ja immer noch Leichen übrig. Ich will noch... Was? Ich werde das Training einmal abschließen. Ja, und wie, wenn ich fragen darf? Ja, ich sehe doch die Ziele. Brauche ich jetzt echt einen Scanner dafür noch? Ja.
Ziele mit einem Cyberwort zu markierte irgendwie. Rechts. Wo ist RS? Ich bin lost, oder? Was ist denn RS? Am Controller. Ach, scheiße. Ich weiß nicht, was RS ist. Nein. Hä, was ist denn RS? Ah, das ist RS. Echt ein rechter Stick, ja. Bei den anderen Spielen wird das anders angezeigt. So. Und jetzt schleichen wir. Das ist ja unmöglich. Hier geht's um Tango. Schon mal einen Ninja wie die erlebt? Genau so. Ah, jetzt haben wir eine Kamera. Okay, jetzt scannt das Feld ab. Das heißt, ich kann ja dahinter vorbeigehen, theoretisch. Okay, die eine Strahl könnte mich dort treffen. Was ist, wenn wir dicht dran vorbeigehen? Kommen die Strahlen, das heißt, der Schwenkram zu mir. Zack. Oh ja. Yeah. Beende alle Training. Und ins letzte Trainingscamp.
Der sieht nicht so viel aus. Zack. Weiter. Schlage im Block den Gegner dreimal schneller Angriff. Schlag den Block. Geil, habe ich auch erledigt. Das bringt bloß nichts, wenn man auf dem Boden liegt. Alter, um ab. So. Blocke zwei schwere Angriffe. Komm doch, komm doch! Konter. Ja, ich hab's auch gesehen. Komm! Komm! Mann, was mache ich denn hier für eine Scheiße? Da habe ich ihn doch einmal außer Kontrolle. Kontergegnerischen Angriff über. Drücke LT. Ja.
um kurz vor dem Treffer den Angriff abzuwehren und automatisch. Jetzt komm her, du Witzfigur! Mir reicht's mit dir! Ich mach nur Scheiße! Hä? Drücke einen eingehenden an. Ich soll. Hä? Ich kapiere das System. Ich drücke eingehenden Angriff LT. Ja, das ist mir klar. Oh, so. Schön, jetzt sieht man einer Bildschirmkram aus. Konter, zwei gegnerische Angriffe. Hä? Bin ich jetzt lost? Setze bisher gelungene Technik ein, um Gegner zu neutralisieren. Okay. Auf geht's in die letzte Runde. Okay, ich liebe Schwertangriff. Ich liebe Schwertangriff. Oh Mann, das war's schon. Jetzt geht's wieder zurück ins echte Leben. Hui! Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt Cyberpunk. Wahrscheinlich so 3 Stunden und danach höre ich auf. Der Job ist leicht. Na.
Okay. Ach ja. Sieht eher aus wie ein Roboter. Waffe 10. Und durch sind wir. Man weiß ja nie. Ich nehme hier nur Scheiße mit. Finde es anders. Nehmen. Hahaha.
Töten. Alles klar, erstmal ein bisschen Geld abstauben. Hier ist alles clean. Splitter rausziehen. Und rein damit! Ich glaube. Scheiße, es hat geklappt. Feuerkapern, bring sie nach draußen. Sie ist halbnackt und wir bringen sie raus. Geil. Zack. Was zu erledigen, wenn ich dann in Lage komme.
Ah, chillig. Jetzt habe ich gerade einen Lebens. Gesund? Naja. Natürlich ist sie das. Du bist doch vereinbart, oder? Wunderbar. Ihre Bezahlung war abgeschlossen. Ihr könnt sie jederzeit abholen. Auch sofort. Aber ihr wollt bestimmt erstmal nach Hause. Oder? Das NCPD an Bonskopf stellen. Im Bezirk ist. Ach ja. Okay. Hauptsache, wir kommen an. Das ist dieser Deep Talk immer. Dieser Talk da drin. So, haben wir das erledigt. Solange man noch nach Hause kommt. Also das Spiel ist bis jetzt ziemlich gut, würde ich mal so sagen. Sie ist offline. Ein guter Grund.
Ich dachte, der ist offline, das Ding. Der Musterbürger schlechthin. Natürlich. Natürlich. Reise überspringen. Ich will jetzt schon die ganze Reise sehen, Leute. Kann man einen Radiosender vielleicht irgendwie ausmachen? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. So, auf nach Hause. Jetzt kann ich mir meinen. Ich will pennen. Wie kann ich da jetzt aussuchen, was ich mitnehmen will? Lager. Ich will das da mitnehmen. Gehe ins Bett.
Ich will die Radions. Ach ja. Eigentlich ist das moderne Apartment, wenn man sich so vorstellt, gut. Okay, langweilig die Sendung. Ja. Nachrichten. Was für eine langweilige Nachricht. Betrugswarnung. Sie wurden angegriffen. Lass ich eigentlich auf meinem Platz immer so viel Müll stehen. Gesichtsändern, nö. Schon krass, dass das Spiel ein- und ausgeht. Muss man hier nicht scheißen gehen? Wer denn bitte so ein scheiß Klo? Erstmal lässt sich die Tür vom Klo nicht schließen, was schon allgemein scheiße ist. Chillig. Ach ja. Ach ja. In was für einem Ehrengebäude wohne ich denn bitte? Chillig.
Wieso muss ich denn? Ey! Ich kann jetzt nur sterben. Es lohnt sich nichts anderes. Ich bin halt am Arsch, wenn mich die Polizei lockt. Aber es war lustig. Ich glaube, ich kriege dafür nicht Geld abgezogen für jedes Mal, wo ich sterbe. Wieso ist das nicht auf Platz 1? Brauch mal neue Kleidung, Leute. Haben wir noch zwei Schuhe da? Natürlich. Woher weißt du, dass ich hier bin und wer ich bin? Ich weiß, wie man an Infos kommt. Gerne Ansagerin. Bis dann, B. Natürlich. Diesmal will ich keine Schießerei anfangen. Einmal war lustig. Der ist ja schlechter als mein aktueller. Lass mal sehen. Muss ich mir die holen? Vielen Dank.
Jetzt geht's aber runter. Ach ja. Erstmal schön chillig runterfahren. Der frisst immer noch. Ich hätte jetzt auch Hunger. Gestern hast du was von der Überraschung gesagt. Erinnere ich mich richtig oder war ich high? Wahrscheinlich beides. Ich ja dauernd Ich will was über einen Job wissen. Ach ja. Hör mir auf mit Fixern. Die anderen Kunden suchen sich den billigsten Idioten für den Job und entsorgen dann seine Leiche. Scheiße, genau so ist es. Ach ja. Aber ja. Wird sich noch zeigen. Waren wir jetzt oder was? Ich will fahren.
Oh ja. Deswegen geht ja die Musik raussuchen. Ah, da drauf fahren. Ah, da unten ist die Praxis. Vicky, ich bin wie ein Turnschuh, alter Ripper. Schön, dich zu sehen. Auch schön, dich zu sehen. Ach ja. Ich brauche was Neues, Werkzeug. Setzen. Ah, gleich kein ganzes Schreien. Ja. Optik, das Beste, was ich habe. Und passend für das, was du suchst. Verlink dich. Natürlich. Alles klar, dann verlinken wir uns mal. Ach ja. Verfügbare Items haben wir da zwei, die ich mir beide nicht leisten kann. Haha! X bestätigen, dann kommt das auf. So kann ich mir eigentlich hier von dem ganzen Mist nichts leisten. Schaut euch an, da haben wir nicht mal was, oder? Da haben wir noch was. Kann ich mir nicht leisten? Kann ich mir da was leisten? Nein. Da kann ich mir nichts leisten. Das schauen wir uns schon.
Arme kann ich mir auch nicht leisten. Aber eine neue Hand kann ich mir leisten. Mark 1, wie gesagt, ein Scanner. Ah, ja. Das Sahnehäubchen ist der eingebaute Linsendisruptor. Überwachungskameras nehmen dein Gesicht nur verschwommen wahr. Ach, chillig. Los geht's. Deinen Oberliga-Arm dort ab. Also, was gibt's Neues im Leben des Victor Vector? Ganz ehrlich. Erstmal ein bisschen Smalltalk. Früher drehte ich mir alles darum, woher du kommst, wer du bist, was du hast. Und wie ging's weiter? Ich hab einen Schlussstrich gezogen und bin raus. Werd in Nightfucking City nie zur Legende werden, aber wenigstens schlaf ich ruhig. Aha. Deswegen ist es ja eine Maschine. Chillig, erstmal dunkel. Wieso, weißt du, wie hat er jetzt noch irgendwie sowas eingebaut, dass du mit dem Doc reden kannst? Übrigens, mein Streaming ist gerade auf Rot gewechselt. Chillig. Okay, testen wir's. Jetzt wird's magisch. Obwohl ich über 3000 bin. Oh, jetzt bin ich wieder bei 5000, bin grün. Also, wie sieht's aus? Fühlt sich alles gut an? Das war's schon. Naja, ich hätte echt schon Besseres gesehen. Habe ich noch einen NCPD-Datenscanner eingebaut. Chillig. Irgendwelche Schurken triffst, weißt, was sie getan haben. Ah, ja. Das sollte wunderbar klappen. Jetzt zieh deine Waffe. Du solltest deine Munition und ein brandneues Visier sehen. Ah, ja. Schaltkreise gescannt und den kleinen Bastard frittiert. Ist jetzt offiziell bugfrei. Danke, weg. Nicht schlecht. Nimm das hier und denk an die Dosierung. Zwei Züge jetzt und weitere zwei in einer Stunde. Was ist das? Nicht wollen.
Und chillig. Alles klar. Ja. Ach ja. Ach ja. Atze. Worum geht's? Da ist dieser Tech-Prototyp, ein Biochip genauer gesagt. Den sollen wir klauen. Ganz einfach. Schätze, der gehört einem Konzern. Arasaka. Ist das ein Problem für dich? Naja. Chillig. Also so kann man Erinnerungen was speichern. Der Konzern weiß nicht mal, dass Maestro
Tschüss. Natürlich. Alles klar. Das heißt, wir müssen jetzt diesen scheiß Roboter holen. Beides. Bestätigen. Oh. Tschüss. Okay. Oh, da hoch. Mal schauen, was da oben ist.
Ah, chillig. 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 Ich glaube, das wird glatt laufen. Das kann nicht glatt laufen. Wir reden von Maelstrom. Von den Gangs herrschen simple Gesetze. Der Stärkste gewinnt und überlebt. Entweder du bist oder du bist. Okay, ab in die Höhle der Wachmist. Torberechtigungsprotokoll 55. Hä, bin ich lost? Dex schickt uns. Eins C. All die Monate werden hochgeladen. Navigation, Hilfe. Sicher wie Maden über rohes Fleisch im Kalt.
Ja, aber nicht so. Wir wollen Royce sprechen. Business-Kram. Mr. Royce ist beschäftigt. Müssen wir mir vorliegen. Wir haben einen Bot, Modell MT-0D12, auch Flathead genannt. Und? Was geht euch das an? Mein Boss hat Rick schon dafür bezahlt. Dumm-dumm. Ja, es nimmt echt keinen guten Sinn, ja. Los, entspannen wir uns. In den Zug. Naja. Danke, brauche ich nicht. Keine macht den Drum. Das ist er. Oh Mann, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir nicht. Zeigen Sie mir. Scheiß auf Rick. Machen wir einen neuen Deal. Ha! Sehr guter Geschäftssinn. Also gut. Du willst den Flathead? Dann rück die Eddies raus. Du hast die Eddies für das Ding schon bekommen. Also solltest du uns fetten Rabatt anbieten. Rabatt? Haha. Da schießen wir sie einfach. Dexter DeShawn. Der Fetzer, der wie beknackt halb Pazifiker gefickt hat.
grüßen. Was ist? Nimmst du mein Angebot jetzt an? Töte ihn doch einfach. Okay. Ich will aber noch alles mitnehmen. Ja. Auf geht's. Doch. Wenn du mitten durch die ganze Gruppe willst. Lass mich die scheiß Leiter nutzen. Okay. Kamerasteuerung. Ach ja. Dadurch kann ich ja mehr. Kurzschluss. Wenn wir einen Kurzschluss machen, dann können wir auch als gleichzeitig ein Ablenkungsmanöver. La 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 la, wieso braucht das so lang? La 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 la. Oh, meine Ohren tun schon wieder weh. Komm, mach doch endlich das Ding fertig. Muss ich mich nochmal einhacken in die Kamera? Ich dachte, ich hätte mich in der Kamera schon eingehackt.
Komm, 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 komm. Komm. Komm, komm, zack. Alles mitnehmen, was wir hier finden. Das eröffnen wir auch. Komm. Los, komm. Ich glaube, still und heimlich können wir das sowieso nicht mehr abziehen. Ich glaube, dafür ist es zu spät. Scheiße. Ach ja. La 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 la. Außerdem sind die Bildschirme momentan tatsächlich noch alle ziemlich schief, damit sie nicht einmal einsteppen, der neu kommt. Ich weiß eh nicht, wie das aussieht, wenn. Also die Halterung, ich habe es maximal auf 2. Auf 27 Zoll. 3 27 Zoll Monitore zuschneiden. Und ob der das hinkriegt, dass es sauber aussieht am Ende, fraglich. Ausschalten. Ausschalten.
Ablenkungsmanöver. Boah, jetzt müssen wir ein Ablenkungsmanöver gehackt bekommen. Die Musik passt dazu eigentlich gerade gar nicht. Jetzt kommt. Komm schon. Zack, zack, zack. Tschüss. Ausschalten. Trifft mich gerade ebenso nicht. Und keine Ahnung, mit wem du dich anlegst, nachher fallen fast. Zack, ich bin fast tot. Damn. Schön.
Ausschalten. Schön ausschalten die Kamera. Komm einmal da hin. Komm, kommt. Ablenkung. Okay, das geht nicht. Weiter geht's in den nächsten Raum. Mal schauen. Lass uns verschwinden. Oh, ja. Ja. Hallo. Da ist was los. Angeber. Wieso ist sie ja nicht?
Was ist jetzt? Bist du echt optimistisch? Als Motivationstrainer könntest du richtig reich werden. Was jetzt, Jack? Wir bringen das Ding zum... Tierberufsrisiko. Er hatte noch rechtzeitig unterm Sensenmann weggeduckt. Das muss gefeiert werden. Auch wenn wir das echt oft feiern. Chillig. Hast du ihn überzeugt? Der Konzern. Hab's ohne Militär durchgezogen. Das Risiko war mir zu hoch. Und wie hast du Reus dazu gebracht, ihn dir zu kriegen? Getötet. Der einzige Weg, der immer funktioniert. Auf geht's in die Bar. Ich kann echt immer gut schon gut Auto fahren. Auf geht's in die Bar. Fuck. Wo ist denn diese Scheißbar? Wir sind... Ich kann nicht... Wo ist denn dieser Scheißbar? Allein die Fahrposition ist scheiße.
Ich glaube, das Auto ist schon wieder halb im Sch. Ich suche, was gibt's denn hier so? Ich suche Evelyn Parker. Ist sie gerade da? Wer fragt? Ich bin Vee. Bin hier mit ihr verabredet. Ist mir dann vergnügen, Vee. Ich bin Matteo. Aha, ist ja schön. Und Evelyn? Chillig. Die ist hart. Nichts geht über Sensor. Chillig. Zusammenarbeiten. Ich soll die Drecksarbeit machen? Warum treffen wir uns hier? Gibt es da einen speziellen Grund? Das scheint mir irgendwie nicht deine Art von Laden zu sein. Das nehme ich mal als Kompliment. Ah ja. Chillig. Lass mal schön eine qualmen. Jo. Oh, mein Hals. Nächstes. Eigentlich ist das mein erster Job.
Ja, ein. Und die andere Welt sie wirft. Ja. Seele, Schmuckstück. Richtig gute Tag. Wir haben es mit Arasaka zu tun. Das macht die Sache scheißgefährlich. Arasaka hat Milliarden in Persönlichkeitstransfer gesteckt. Aber ich will bloß die Daten auf diesem Chip. Wer liegt gesichert an von Peggy Plaza im Hotel? Nein. Das Dekor ist umwerfend. Wirst du gleich selbst sehen. Also, wo genau finden wir diesen Schiff? Ja, ich find's gut, dass es jetzt wieder rot geht, aber eigentlich ist blau. Arasaka, wer ist in der Stadt? Die Medien haben sich darauf gestürzt, als Yogi nach Night City kam. Es war in allen Schlagzeilen. Jedenfalls ist er der Erbe des Arasaka im Leben. Ach ja. Hör mal, wenn du jetzt noch Asse lernst, solltest du sie langsam ziehen. Da, da, da. Yorinobu hat sich den Schiff aus Arasaka Labor geklaut, weil er einen Deal mit Nanowatch hat. Die wollen ihm das Ding abkaufen. Hast du mein Ass gefunden? Oder muss ich deine Nase reinhalten? Und was hat Yorinobu von der ganzen Sache? Und. Konzentrier dich auf den Brief. Was könnten ihm die Wächter, Beschützer des Cyberspace bieten? Ach so. Ja. Moment. Netwatch ist doch neutral, dachte ich. Netwatch ist für die Sicherheit aller Konzerne zuständig. Und kassiert dafür Millionen. Aber heutzutage dankt es dir nicht. Chillig. Wer bei diesem Spiel gewinnen will, muss alles einsetzen. Ui. Chillig. Der eine organische Neuralbeschwörung produziert. Von außen wird es wie ein ganz gewöhnlicher Koffer aussehen. Und der Koffer ist wo? Das musst du dann selbst. Natürlich erst, wenn du mit deiner Arasaka-Fahrerrunde durch bist. Was weißt du sonst noch über Yorinobu? Natürlich. Sabugo hat ihn bearbeitet, damit er sein Nachfolger wird. Aber dann hat Yorinobu sich davon gemacht und alle letztendlich kam das schwarze Schaf wieder nach Hause, aber ein bitterer Beigeschmack war. Doch, das ist nur eine Seite von ihm. Die andere ist ein intelligenter Mann, der immer wusste, was er wollte. Ja. Riskant, das Ding mit dem Biochip. Dieser Relic-Sache, das geht ja jetzt alles. Ach, hier. Weil er auf die größte Lüge dieser verdammten Stadt eingefallen ist. Dass man die volle Kontrolle haben kann. Über so ziemlich alles. Was ist auch? Noch eine Sache. Was sind das für unsere Daten auf dem Chip? Oh, wichtig und richtige Frage. Überlass mir den Relic.
chillig. Okay. Und zwar von Eng. Den Relic musst du selbst finden. Ich hoffe, ich habe dafür genug Details aufgenommen. Moment, hast du das etwa aufgezeichnet? Mhm. Wie die Relic-Plantat. Was dagegen? Nein, nichts dagegen. Ach ja. Chillig. Wie? Das ist wichtig. Sie war immer an meiner Seite. Hat immer geholfen. Ich vertraue. Aber sie ist nur Mox und kein neues Mitglied deiner Crew. Vergiss das nicht. Also, sei ein braver Junge. Benimm dich. Und halt deine Zunge im Zaum. Entspannt. Glaubst du oder nicht? Tschüss. Das ist Joey. Die beste Braindance-Kulturin, die ich kenne. Ja, ja, jetzt ist gut. Ich kotz gleich. Hab dein BD kompiliert, Evan. Was meinst du? Zu gebrauchen. Ziemlich ungefiltert. Aber sollte gehen. Wie muss tief rein? Das ist die Hauptsache. Na, super. Hab schon mit schlimmerem Scheiß zu tun gehabt. Solltest mal die Jig-Jig-Street-Pornos sehen, die wir manchmal kriegen. Wir lassen die also rein, damit er sich gründlich umsehen kann. Richtig. Na, wie? Wie steht's mit einem ungefilterten Braindance? Schon mal versucht? Ganz ehrlich, ich bin keine BD-Jungfrau. Tschüss. Keine Sorge. Ich erkläre dir alles. Ist leichter, als es klingt. Gut, setz dich, mach dir bequem. Wir bringen dich zum Laufen. Tschüss. Okay. Wird's nicht. Diesmal nicht. Oh, danke. Sitz still. Sieh mich an. Ich lass die Analyse laufen. Soll so leicht prickeln. Okay, jetzt stellen wir die Optik und andere Wahrnehmungssignaturen ein. Guck geradeaus auf diese beiden Schirme. Muss ich dieses Kalibrierungsgedöns jedes Mal über mich ergehen lassen? Nicht unbedingt, aber das Warten lohnt sich. Gib mir noch 2 Minuten, dann siehst du, was eine Idee Das geht. Ich kann auch hier speichern. Warte mal. Okay. Kann er nicht meine Aufzeichnung benutzen? Was soll die Zeitverschwendung? Ah. Ach nee.
Wieso geht das nicht so wie bei dem anderen Tutorial? Kann ich das jetzt nicht hier ausschalten? Ist das ein Video? Alle runter! Los runter! Auf den Boden! Hübsch den Boden für mich küssen! Geht hier! Los! Sonst mache ich dich fertig! Ich schwör's! Oh, Berno! Ich! Jetzt! Ich, die deine Scheißbirne weghuste! Natürlich. Gesund und munter. Dieser Schock, ich spüre ihn immer noch. Hättest mich ruhig vorwarnen können, dass Sterben so weh tut. Scheiße. Dieser letzte Augenblick. Ich kann immer noch nicht spielen. Ja, aber es interessiert mich noch nicht. Okay. Pistole. Wiedergabe. Okay, gut. Jetzt solltest du mehrere Soundsignaturen sehen. Such dir eine aus und stell sie scharf.
Ebene wechseln. Ey. So funktionieren die Aufnahmeimplantate. Sie registrieren alles, alle Elemente im Hintergrund. Können wir okay. Und wie? Eve Cyberware hat zum Beispiel die Hiroshi-Optik mit Infrarotsensor. Damit erkennt ihre Aufnahmen Wärmesignaturen. Nicht schlecht. Warten wir, bis der Typ den Schwachkopf am Tresen umpustet. Den Boden! Hübsch den Boden für mich küssen! Decke! Du kannst doch Menschen scannen. Geh mal näher an die verletzte Tussi ran. Versuch sie zu scannen. Scan, untersuche. Jan, wie scanne ich? Das ist lustig. Siehst du, er hat nichts geahnt, als er abgeknallt wurde. Aber du wirst es. Los geht's. Jetzt kommt das Beste. Überwachungskamera. Hat bestimmt den Schuss aufgezeichnet. Siehst du gleich. Kamera ist mit dem Screen hinter dem Kassierer verbunden. Spul zurück an die Stelle, wo chillig. Okay, wenn du genug gesehen hast, kannst du jederzeit raus. Ach ja. Kann ich den jetzt speichern? Okay, dann mach mal. Muss nur T-Bug dazu schalten. Halt
chillig. Ach, chillig, jetzt muss ich das. Kann egal, dann bist du bereit. Chillig. Ich sehe nichts, Leute. Ich wechsle auch die ganze Zeit wieder auf Rot. Ich sehe nur Weiß. Okay. Das werden wir schon sehen. Das Programm ist noch in der Testphase. So können wir es. Scheiße. Ja, da musste ich aber wieder wechseln. Hä, wo soll denn hier was sein?
Hä, wo soll hier was sein? Zack. Also muss der Chip im Frost abhalten. Ich scanne Sicherheitstimme des Apartments. Ich sehe überhaupt nichts in der Wärme. Not sure. Player anhalten. Man sieht halt nada, würde ich sagen. Ich sehe die Lampen. Suche per Scan nach dem... Eigentlich würde ich gerne jetzt eine Pause machen, Leute, aber... Hier ist sonst nichts. Thank you.
Hier muss irgendwo was sein, aber ich sehe nichts. Das. Okay, da ist hinten rechts, links, rechts. Keine Ahnung. Oh, Leute, ich will aufhören. Chillig. Behalt ihn. Ich schreibe ihn bei F an. Ein tragbares Gerät, um wie dies zu bearbeiten. Deine Kalibrierungseinstellungen sind hochgeladen. Aha. Ja! Die Aufnahme war wichtig, Judy. Der BD erledigt praktisch den Job für uns. Der BD wird unser Tod sein. Verlass dich drauf. Ach ja. Kann ich jetzt speichern? Neuer Speicherstand. Spiel beenden. Bestätigen. So Leute, das war's jetzt endgültig. Ich habe ja nur jetzt noch eine halbe Stunde fast länger gespielt, als ich eigentlich wollte, aber ja, kann ja mal vorkommen. Ich kann jetzt auch nachschauen, wie lange wir da gespielt haben. 3 Stunden. Wir haben 2% des ganzen Spiels geschafft. Das ist krass. Ich bin echt scheiße in dem Spiel. 22% aller Spieler schaffen das in 54. Ne, brauchen 55 Stunden. Ah. Aber wir haben erst 2% gesagt. Das ist jetzt gerade synchronisiert. Deswegen kackt mein Internet jetzt auch ab. Wieso muss es denn jetzt synchronisieren? Der Wichser. Hei, hei, hei. Okay, ich verschiebe euch dann schon mal in die Offline-Cut-Szene. Ist wohl das Sinnvollste. So, wir können jetzt nochmal gucken, wie weit der bei das Ding voll ist. Aber ich dachte, der wäre komplett voll. Okay, wir haben gerade eine Werbung, die eigentlich nicht sein dürfte. Ich guck kurz rein. Der synchronisiert noch ein bisschen. Ey, es zieht so hart, dieses Synchronisieren. Oh, wir haben doch noch LTU bekommen. Aha. Alle Zeichen. Ach, was. Für 3 Stunden krieg ich mal gerade 50 Cent. Chillig. Euro kriege ich ab wann? Ab 5 Stunden, ein bisschen mehr als 5 Stunden Chips. Okay, Leute. Na, wie es aussieht, war es dann erstmal für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag.
Wir sehen uns dann vermutlich morgen wieder. Bis dahin, haut rein und ich hoffe, ich drücke diesmal den richtigen Schalter. Ciao.